Liebe Schülerinnen und Schüler, die Farbe Grau klingt beim ersten Hören erstmal nicht so spannend. Und doch ist gerade das Spannende, was man aus Grau alles machen kann, welche kreativen Ideen man entwickeln kann, auch mit dieser Farbe. Und ich bin begeistert, dass 101 Schülerinnen und Schüler aus Attendorn sich an dem Wettbewerb Zeit in Grau, den unsere Partnerstadt Ravitch ausgelobt hat, beteiligt haben. Noch schöner ist, dass 23 der eingereichten Arbeiten prämiert worden sind, weil sie besonders gelungen sind. Hinter mir haben wir diese 23 Entwürfe einmal auf einer Wand zusammengestellt und dazu die Urkunden, die ihr für eure Teilnahme erhaltet. Ich bin total begeistert, dass ihr mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb unsere Städtepartnerschaft belebt habt. Man könnte auch sagen, ihr habt sie bunt gemacht mit euren Entwürfen in Grau. Und vielleicht ist das ja auch genau das Richtige, auch in dieser Zeit, die ja auch eine etwas graue und schwere Zeit ist, trotzdem das Leben sich bunt zu machen und das Beste daraus zu machen. Insofern wünsche ich euch alles Gute, danke nochmal für eure Teilnahme und bleibt gesund.